erstellen können. Ansonsten möchte ich Ingrid Roschek mal winken vielleicht, Rainer Barzen und Matthias Äberli, den Künstler vorstellen. Also sind alle Künstler, aber Matthias Äberli ist der Künstler der Ausstellung, um die es jetzt eigentlich geht, und die auch hier so zumindest teilweise im Hintergrund noch sichtbar ist. Damit würde ich mich jetzt eigentlich auch schon rausklinken und an, wie ich das richtig verstanden habe, Ingrid weitergeben, die jetzt das Gespräch startet. Ja, wir finden natürlich die Situation nicht so besonders toll, weil die Ausstellung von Matthias im Esszimmer Bonn, was ein wunderbarer Raum ist, und die regelmäßig zu den Ausstellungen auch Künstlergespräche und andere Events stattfinden lassen, natürlich jetzt im Moment nicht begehbar ist. Und das finden wir sehr bedauerlich, weil die Atmosphäre ist unglaublich schön dort und man hat eigentlich, auch die Räume sind wunderbar. Man hat eigentlich immer so viele Möglichkeiten, nicht nur so ein Enfas-Gespräch, sondern einfach so ein ganz lebendiges Rundum-Gespräch zu führen, was dann auch weitergeht über diese normale Zeit hinaus. Da ja viele jetzt nicht die Möglichkeiten hatten, die Ausstellung anzuschauen, was schwer nachzuvollziehen ist, weil es eigentlich sehr leicht zu organisieren wäre, auch in sicherer Form, die Werke zu besichtigen und mehr zu erfahren, haben wir uns ausgedacht, dass wir ein Padlet erstellen, damit ihr einen Eindruck bekommt. Deswegen gebe ich jetzt mal meinen Bildschirm frei. Und das sieht jetzt im Moment so aus, dass ich Bilder gemacht habe von der Ausstellung von Matthias. Im Hintergrund seht ihr als Hintergrundbild ein Bild der Eröffnung, zu der wir noch persönlich gehen konnten. Wir kennen Matthias aus Basel, wo Rainer und ich auch Stipendien hatten und sehr viele Freunde gewinnen konnten. Wir haben uns da bei einer Ausstellung, die wir mit Ruth Himmelsbach installiert hatten, kennengelernt. Und ich habe aber zum ersten Mal jetzt hier auch bei Sibyl im Esszimmer Bonn eine komplette Ausstellung von Matthias sehen dürfen. Ich zeige einfach mal so ein paar Bilder. Das war so angedacht. Rainer und ich haben auch eine Ausstellung im Esszimmer schon mal installieren dürfen, das ganz großartig war, mit einem Symposion. Die hieß Wechselschicht Weltdepot und hatte auch so einen Inhalt des Wechselns innerhalb der Ausstellung. Und auch die von Matthias war so angelegt, dass es mit Bilderwechseln vonstatten gehen sollte, was natürlich nochmal so eine unendliche Lebendigkeit in eine Ausstellung bringt, die normalerweise eher so statisch funktioniert, aus abgesehen natürlich davon von den Wahrnehmungsebenen der Menschen. Und wir waren beide also sofort komplett begeistert. Die Ausstellung hieß If Paintings Were Life Pets, Would You Buy Them More Readily? Oder Bilder lügen, haben lange Beine. Unser Hund war auch dabei als Life Pet. Guckt auch immer sehr aufmerksam. Und wenn man Bilder, ich habe die jetzt auch mal einzeln fotografiert, auf dem Esszimmer, der Seite, der Website vom Esszimmer, die neu gestaltet ist und ganz toll ist, hat man einen ganz, ganz wunderbaren Beitrag über diese Ausstellung, auch über die installativen Geschichten. Ich habe jetzt hier mal so ein paar einzelne hochgeladen, die ich gemacht habe. Auch wunderbare Zeichnungen und wir fühlten einfach sofort eine wahnsinnige Verwandtschaft. Ich gebe jetzt einfach mal so eine ganz kleine Interpretation von meiner Seite, weil diese Bilder auf mich wirkten, als wären sie aus einem unendlichen Fundus von Wahrnehmungen wie zusammengebracht und müssen eine eigene Narration bringen, eine eigene Ebene bilden, wo die Dinge miteinander korrespondieren müssen und vielleicht Geschichten sogar erzählen. Und da bringe ich jetzt einfach nur mal meine kleine erste Idee. Wir leben ja in einer Zeit, in der an einem einzigen Tag auf einen Menschen viel mehr Informationen, Bilder, Sounds, alle möglichen Inputs und digitalisierte Untiefen monitorialer Oberflächen, die aber eine unendliche Dimension annehmen, auf uns einprasseln, kann man fast sagen, als zum Beispiel auf einen Menschen vor 120 Jahren in seiner gesamten Lebensspanne. Und manchmal denke ich, unsere
Fähigkeit der Verarbeitung all dieser Phänomene, Bilder und Informationen, Wissensanreicherungen in dieser, wie ich finde, die ja ganz toll, diese Karussellfahrt in den Medien und Wissens- und Fachbereichen, auf die man da trifft, die hat im Grunde nicht mitgehalten, unsere Fähigkeit der Wahrnehmung. Und bei Matthias hatte ich das Gefühl, bei den Bildern, ich fühle mich komplett ganz nah damit, als würden all diese Dinge aus den verschiedenen Bereichen, auch Kunstgeschichte, Farben, Wahrnehmungen von Lebewesen, Umgebung, in einem Moment wie angehalten, wie fixiert aus ihrem Karussellfahrt, aus ihrem Umflug um uns herum. Hier sieht man das auch ganz besonders toll mit Anlehnungen an Kunstgeschichte und diesem kleinen Vogel. Und müssen einfach nochmal eine neue Welt finden. Könntest du quasi damit mit dieser Interpretation korrespondieren? Ich stoppe jetzt mal, damit wir dich wieder besser einfach so sehen können, Matthias. Ja, ich danke für die Einführung. Gerne. Und klar, ich denke, also das, was du gesagt hast mit dieser quasi Überflutung, oder das ist vielleicht kein gutes Wort, aber einfach mit dieser Masse von Material, was da ständig passiert. Es sind ja nicht nur Bilder, es sind ja auch Sounds, es ist alles Mögliche, und es ist wirklich alles ständig verfügbar. Und als Maler oder als Künstler, denke ich, ist das heute, glaube ich, die größte Herausforderung. Wie kann man dem, was kann man dem überhaupt noch entgegensetzen? Weil die Reize, die jetzt beispielsweise so ein Bild also hat oder darbietet, die sind ja nicht zu vergleichen mit all diesen tollen Sachen, die es sonst noch gibt, oder? Die sind ja dann meistens eben auch noch, wie soll ich sagen, da gibt es ja immer noch mehr dazu. Also man braucht schon gar nicht mehr verlinken, das setzt sich ja permanent fort. Und ich denke, also das tönt jetzt vielleicht ein bisschen speziell, aber die Geschichte, die jetzt gerade läuft mit dieser Pandemie, mit diesem Rückschluss, also mit diesen Schließungen überall und so weiter, die führt uns doch vielleicht wieder auf einen Punkt zurück, wo gerade weil gewisse Sachen jetzt geschlossen sind, also bei uns sind jetzt auch die Museen wieder zu und so weiter und so fort. Und ich habe mich immer gefragt, was passiert, wenn das mal ist? Also was passiert, wenn mal einfach das alles nicht mehr selbstverständlich ist? Wie reagieren die Leute? Also ich muss kurz einfügen, am letzten Mittwoch hat der Bundesrat, also in der Schweiz, eine Entscheidung getroffen und gesagt, alles, was nicht lebensnotwendig ist, wird geschlossen. Und damit wurde natürlich, oder damit war gemeint, dass man eigentlich quasi nur noch Essen und Toilettenpapier und so Sachen einkaufen kann, oder? Und ich hab mich ein bisschen persönlich betroffen gefühlt, weil das eigentlich ganz klar den Tarif durchgibt, den, sagen wir mal, die Kultur im weitesten Sinn hat, die braucht es nämlich einfach nicht. Und selbst wenn ich damit nicht einverstanden bin, es ist halt einfach so. Und das ist etwas, was ich jetzt irgendwie gelernt habe, dass diese Arbeit, die wir alle ja für das Wichtigste halten und so weiter und so fort, dass die nicht systemrelevant ist. Also jedenfalls so. Genau. Also dieses Wort ist bei uns schon länger eingeführt. Wir haben ja schon länger die Museen geschlossen. Und ich war auch sehr erbost darüber und auch über diese, wir halten uns ja auch immer für widerständig, aber sehr wenig Menschen machen was dagegen, die eigentlich das als ihr Überlebensmittel ansehen und natürlich als systemrelevant ansehen. Außerdem, man muss ja sich nicht vertun, also wir, die ganzen bildenden und darstellenden Künstler und der ganze Kulturbereich, zum Beispiel in Deutschland, die erwirtschaften insgesamt mehr als die Autoindustrie. Also das ist ja schon irgendwie alleine ein Fakt, den man bedenken muss.
Und dieses Überlebensmittel wird einfach im Moment von diesen wirtschaftlichen Prämissen, die gesetzt werden, auf der falschen Ebene meines Erachtens, in den Vordergrund geschoben. Und ja, tatsächlich gelten wir als im Moment quasi wie überflüssig. Ja, und das bringt doch vielleicht auch wieder, wie soll ich sagen, ein neues, also klingt vielleicht blöd, aber ein neues Bewusstsein von der Relevanz der Bilder. Und ich will jetzt überhaupt nicht esoterisch werden oder so, aber der Fakt, dass so was passiert, ich meine jetzt nicht bei mir, ich meine generell, dass ein Bild entsteht, der bleibt wichtig, auch wenn das Bild nicht gezeigt werden kann, sage ich jetzt mal. Also ich bin jetzt gerade an so einer Arbeit, die genau das illustriert, wo ich das Bild nämlich verpacke, nachdem es fertig ist. Und ja, also das Bild quasi unsichtbar mache. Weil ich da drin eben doch auch eine Potenz sehe, die, ja, ich kann es jetzt nicht genau, ich kann nur sagen, dass beispielsweise natürlich ganz klar bei gewissen Sachen oder gegen gewisse Sachen hilft die Kunst ja eigentlich überhaupt nicht. Oder? Also sie hat noch keinen einzigen, was weiß ich, sie hat noch keinen einzigen Körper ernährt, sie hat auch keinen vom Tod bewahrt und ich weiß nicht was und so weiter. Ich weiß, vielleicht schon. Ja. Vielleicht schon. Also vielleicht würden. Ja, sag mal, das würde mich interessieren. Ja, ich glaube, also für mich ist es schon überlebenswichtig, dass ich, auch wenn ich im Verborgenen arbeite oder die Sachen vielleicht im Lager oder auch sonst wo im Unsichtbaren verbleiben, dass mich das am Leben erhält und jetzt nicht im Sinne, dass ich Corona eventuell überwinden könnte, wenn ich es hätte. Das vielleicht nicht, aber es gibt ja durchaus andere Faktoren des Lebenswillens sozusagen, ne? Wo man einen Lebensmut hat, der sich durch Kultur und Kunst alleine generieren kann, denke ich. Ich glaube schon. Also ich glaube da fest dran. Ja, umso besser, umso besser. Ich sag's mal, ich denke manchmal einfach, bei dieser gesammelten Potenz, die ja da vorhanden ist seit Jahrhunderten und die ja eigentlich ganz viele Sachen auch im gesellschaftlichen Bereich doch auch verändert hat, wenn auch später und was weiß ich, ich rede jetzt mal, man könnte ja mal von der Funktion der KünstlerInnen, obwohl es waren wenige damals, die dabei waren, als man da die Perspektive entwickelt hat und verwissenschaftlicht hat. Das war für die Kunst ein ganz kleines Teil, aber für den ganzen Rest, also für die Militärgeschichte, für was weiß ich, für die Stadtplaner, für die Vermessungsarbeit und so weiter, war das natürlich, das waren Meilensteine, oder? Ich sage ja nicht mal, dass das irgendwie alles verbessert hat. Zum Teil hat es auch ja, also eingeführt. Eingeengt, ganz genau, genau. Also, aber ich meine, das geht ja weiter. Ich meine, wenn man nachdenkt, was beispielsweise in den 20er Jahren oder vorher, Kubismus oder so, das war ja für mich eine Bewegung, da ist so viel Material, also eben Denkarbeit geleistet worden, finde ich. Nur eben, wo wird die spürbar, wenn nicht im Museum? Oder wo wird die spürbar, wenn nicht den späteren Künstlern, Künstlerinnen, die darauf Bezug nehmen können? Das ist ein bisschen so mein Punkt. Das verstehe ich gut. Also die ganzen Präsentationsformen, die wir uns ja entwickelt haben, in einer kunstgeschichtlichen Dimension und Gangbarmachung und Wahrnehmungsmöglichkeit von Kunst und ihren installativen Möglichkeiten und performativen Möglichkeiten. Wir haben ja längst alle möglichen Räume gesprengt und dazugenommen, auch verschiedene Fachbereiche, die im Übrigen sehr oft auch erst durch künstlerische Forschung und Experimente sich auch erweitern konnten.
Und da jetzt einfach so einen Verschluss zu machen, obwohl der eigentlich nicht nötig wäre, weil man kann sich nicht wirklich infizieren, wenn man alle Maßregeln einhält, die die Museen ja auch für sich entwickelt haben mit Konzepten und so weiter, mit Online-Tickets und so, dann ist das halt ein Verschluss, der ja deine Frage natürlich irgendwie tatsächlich nicht beantworten kann. Ja gut, aber dafür, also wir können irgendwie, wir können nicht live ins Museum, wir können jetzt deine Ausstellung im Esszimmer in Bonn nicht sehen, aber wir haben doch irgendwie jetzt ein schönes Padlet. Wenn ich dürfte, irgendwie würde ich, ja, das ist jetzt eben halt die Digitalisierung, dass man es irgendwie versucht, irgendwie so digital, dieses Grundnahrungsmittel Kunst oder diese Grundnahrungsmittelbild, dieses Grundnahrungsmittelbild. Kann natürlich über digital nicht so appetitlich zu sich genommen werden als eben halt live. Aber ich würde gerne nochmal irgendwie aufs Padlet zurückkommen und den Gästen irgendwie auf YouTube einfach nochmal vielleicht einen kleinen Einstieg in deine Bildwelt gewähren irgendwie, weil irgendwie das war ja schon ein guter Einstieg, den Ingrid da bereitet hat. Aber vielleicht können wir das noch mal ein bisschen intensiver machen und ein bisschen offensichtlicher, weil es gibt ja so einige Ingredienzien in deinem Œuvre, die so vollkommen unvermittelt nebeneinander stehen, ne? Also du oszillierst ja im Grunde genommen zwischen Figuration und Abstraktion. Ich benutze diese beiden Begriffe eigentlich eher ungern als Dichotomie, als Plus-Minus, gut-böse. So, aber irgendwie, es ist tatsächlich doch auch so auszumachen. Ich gehe jetzt mal aufs Padlet, weil, also ich fühle irgendwie eine große, oder ich fühle irgendwie eine gewisse Verwandtschaft irgendwie mit deinen Arbeiten und mit meiner Arbeitsweise, weil ich auch in Kapiteln arbeite. Und deswegen habe ich deine Arbeit jetzt mal in so Kapitel untergliedert. Ich weiß nicht, ob du damit irgendwie d'accordo bist, aber wir können ja einfach mal sehen. So, hier sind wir jetzt auf dem Padlet. Und da kann man jetzt schon sehen, irgendwie, es tauchen Fragmente deiner selbst auf. Hier irgendwie deine fulminante Gurke mit irgendwas drauf. Ich denke, das ist irgendwie ein Selbstporträt deiner Hand. Hier ist nochmal deine Nase, die sich irgendwie so vom Bildrand ins Bild hinein bewegt. Hier hast du einen von den Pads. Dann gibt es in deinem Öre auch Ausflüge ins Digitalien. Also es gibt da eben halt so Konstrukte, die mit irgendwelchen digitalen Tools erstellt wurden. Es gibt Dinge, die sich aus dem uns umgebenden Speckgürtel aller Dinge, die du mit zwei spitzen Fingern rausgenommen hast. Hier, ich weiß auch nicht, so ein komischer Schuhkasten. Banane mit Wurst und. Also, ja, ich kann ja mal groß machen. Das ist ja alles ziemlich delikat und altmeisterlich, schon fast altmeisterlich gemalt, aber dann gibt es eben halt auch so, was sich mir erschlossen hat, plötzlich so eine Geschichte, die ich genannt habe, Color in Structure, also wo es dann wirklich um Farbe geht, um Farbstrukturen, ne, wo es also wirklich schon in fast rein abstrakten Bereich geht. Also hier dieses Teil habe ich irgendwie hier rausgenommen. So. Ja, und das ist ja auch nicht das Ganze, noch nicht. Nein, nein, das ist nicht das Ganze. Das Ganze ist hier vorne. So, das ist das Ganze. Ja, kann ich da ganz kurz was? Unbedingt. Ja, unbedingt. Ja, Obwohl, die Katze habe ich noch nicht aus dem Sack gelassen. also mach, hol die Katze. Ja, weil irgendwie bei dir tauchen irgendwie eben halt irgendwie kaum Katzen auf, sondern irgendwie ganz viele Doggies.
Ja, also das ist auch ein bisschen persönlich, weil genauso wie ich meine Frau nicht malen könnte, kann ich auch Katzen nicht malen. Die sind mir einfach zu nah dran. Und ich finde das dann schon fast übergriffig oder so. Während die Hunde und die Pets und ich weiß nicht was, die sind schon gefiltert. Also das sind zum Teil Bilder, die habe ich aus dem Internet oder der da, den du jetzt zeigst. Ja, ist eine lange Geschichte, aber das ist ein fast menschengroßer, wie sagt man den, Schmusehund oder so, ja, der irgendwie entsorgt werden musste und den konnte ich dann halt noch malen und so. Also es hat immer auch mit Abstand zu tun, diese Geschichten, oder? Und noch was, was du gesagt hast, ist mir sehr wichtig, dass diese verschiedenen Sachen, die da auf einem Bild stattfinden, hat natürlich damit zu tun, dass ich für meinen Teil jedenfalls kriege sowas wie Einheitlichkeit nicht mehr zustande. Also es gibt das für mich, kann ich gar nicht mehr machen. Also es interessiert mich eigentlich auch nicht mehr. Also die sogenannten geschlossenen Bilder oder so, das ist für mich wie eine andere Zeit und da kann ich auch gar nicht dran anknüpfen. Und darum hat es so viel komische Sachen oder komisch verschiedene sich nicht unbedingt bedingende Sachen da drin. Also eben Farbgeschichten. Erzählst du denn Geschichten? Ja, ich tue sie eigentlich nicht erzählen. Ich tue das man, ich schlage dich vor. Ich schlage das vor. Das ist ein viel Vorschlagswesen. Und ich bin auch mal manchmal sehr selbst überrascht, was dann dabei rauskommt. Also du hast beispielsweise auf dem Padlet, kannst du noch mal zurückgehen, hast du da diese Banane und die Wurst da drauf? Und die ist ja, ich habe das mal kurz angeschaut am Anfang und habe gedacht, wer hat das gemacht? Von wo kommt das? Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass das von mir ist. Ist ja auch nicht, ist ja, glaube ich, auch noch ein Teil von etwas größer. Also ich meine, der Prozess des Machens ist vielleicht nicht ganz so, wie soll ich sagen, das Resultat ist noch keine Bekräftigung dafür, dass die Sachen aufgehen. Also, dass wie soll ich sagen, das Bild an sich, wenn es fertig ist, oder wenn ich es fertig lasse, oder wenn ich es sein lasse, ist noch keine Garantie, dass es funktioniert. Sondern es ist, wie gesagt, es ist einfach mal hingesetzt. Und ich gehe natürlich einfach davon aus, dass, wie soll ich sagen, dass jemand, der das anschaut, das quasi auch als Arbeitsmaterial benutzt. Also das fängt erst an, spannend zu werden, wenn jemand darauf reagiert und auf seine Weise reagiert. Also Da ist so ein. erstmal kurz drauf antworten. Ich finde, das ist jetzt schon wieder ein bisschen was zu weit mit der Titelgebung. Darf ich mal kurz reingrätschen, weil es hat so ein paar Fragen gegeben. Einerseits wurde gefragt, das haben wir offenbar zu wenig klar gesagt am Anfang, wie es überhaupt jetzt zu dieser Gesprächskonstellation kam. Also ich habe einerseits natürlich, es war ein Vorschlag von mir, hat aber auch etwas damit zu tun, dass ihr euch eigentlich auch schon mal in Basel begegnet sind, weil Rainer und Ingrid eine Residency in Basel hatten. Und weil ich aber auch, ich sage jetzt mal, von den Arbeiten her so Bezugspunkte sehe, einerseits zu den Arbeiten von Ingrid, aber natürlich auch von Rainer. Also ich hatte das Gefühl, dass da eine Nähe entsteht und dass jetzt nicht dadurch irgendwo auch ein Verständnis irgendwo füreinander schon mal eine gute Basis ist. Also das da ihr alle zusammen eigentlich dem sehr positiv gegenüberstandet, ist es dann zu dieser Konstellation gekommen. Ihr korrigiert mich, wenn ich was vergessen habe. Das ist das eine. Und das andere, was gefragt wurde, ist, wenn ihr Bilder zeigt oder so, könnt ihr vielleicht etwas zu den Dimensionen sagen, weil ja, man sieht das halt, also
Matthias kennt seine Bilder, ich mittlerweile auch und ihr auch, aber die Dimensionen gehen total verloren auf diesem Bildschirm. Also ob das jetzt irgendwie was Größeres oder was Kleineres ist, einfach vielleicht als Referenz. So, wenn das, auf jeden Fall. Den Personen auch angegeben. Könnt ihr mich verstehen? Nein, das wackelt. Dich habe ich jetzt nur so abgehakt gehört, Ingrid. Sorry, hier kam auch gerade so eine Nachricht, Internet ist instabil. Also das ist nicht bei mir. Ich wollte sagen, ich habe alle Legenden zu den Bildern auf dem Padlet auch gestellt und hoffe, okay. Du bist gerade ein bisschen eingefroren. Immer noch. Okay. Das heißt, wir können eigentlich das Padlet nachher auf unserer Webseite verlinken, dass man dort nochmal zugreift. Genau, also könnt ihr hören? Ja, also. Okay, gut, also die Message ist, dass, also abgesehen, dass auf unserer Webseite kann man mit den Raumbildern, denke ich, auch die Dimensionen so ein bisschen abschätzen, aber das Padlet, das wir jetzt auch immer wieder im Gespräch zeigen, verlinken wir dann noch auf unserer Webseite, sodass man dort auch nochmal über diesen Weg dann zum späteren Zeitpunkt dann auch nochmal Zugriff hat. Ich hoffe, genau. Das hat die Fragen so ein bisschen, die im Raum standen, schon mal geklärt und ich habe jetzt den Gesprächsfluss nicht total. Nein, ich finde das sehr wichtig, das mit den Dimensionen, weil ich habe natürlich eben, ich habe es gerade gesagt, mit der, was der Rainer da rausgepickt hat mit der Banane und der Wurst, ist ja nur ein Teil. Er hat noch ganz viele andere Sachen quasi detailmäßig raufgestellt. Und das ist natürlich, wie soll ich sagen, immer eine zusätzliche Verunklärung. Also wenn man was rausnimmt und quasi freistellt. Also es ist ja wie das Freistellungswerkzeug quasi im Photoshop oder so. Ja, nun. Aber man kommt auch nicht zu einem richtig schlüssigen Ergebnis, wenn man ein Bild, eins deiner Bilder alleine anguckt. Nein, es ist keine Kritik. Ich im Gegenteil. Nein, natürlich, habe ich auch nicht so aufgefasst. Ich im Gegenteil finde das spannend, weil es, wie soll ich sagen, es tut die Dimension vergrößern. Wenn ich ja, oder ich, jeder Mensch, der schaut ja auch nicht immer das Ganze, also neurologisch könnte man sagen, passieren da ja die verschiedensten Sachen, wenn man irgendetwas anschaut. Selbst wenn man einen kleinen Fernsehbildschirm anschaut, hat man ja nicht alle Sachen gleichgültig und gleichzeitig im Griff, sondern man fokussiert automatisch, oder? Und das hast du jetzt hier wirklich sehr spannend gemacht. Du hast da Fokuspunkte gesetzt auf diesem Padlet. Aber die sind natürlich quasi, die erschweren es vielleicht noch mehr, sich, wie soll ich sagen, eben Dimensionen vorzustellen. Was ich jetzt nicht unbedingt einen Schaden finde, aber ich verstehe das Bedürfnis, dass man wissen will, ja, wie groß ist denn das Teil, oder? Also wie, ja, klar. Genau, ich hoffe, dass ihr mich wieder hört. Also ich habe die Legenden habe ich alle eingestellt auf dem Padlet. Auch, also die Bilder sind teilweise 1,80 Meter auf 1,20 Meter groß, also lebensgroß sozusagen, was ich auch ganz toll finde. Und was ich vorhin auch noch zu der ersten Frage, das passt eigentlich meine Antwort, die ich geben wollte, was uns irgendwo auch verbindet, warum wir wahrscheinlich irgendwie bis nächste Woche eigentlich uns austauschen und reden könnten. Dieses ist dieses, was Matthias Wenn sagte, dass er kein fertiges Bild in dem Sinne sucht. Also er sucht einen offenen Diskurs vielleicht, also ein Anhalten von Dingen in einem Bild geführt, die miteinander korrespondieren müssen und auskommen müssen und vielleicht sogar eine eigene Geschichte wiederum erzählen und oder der Betrachter denkt sich eine dazu aus. Aber dieses offene, ins offene Diskursive, in diese fragmentierte, zerklitterte Welt, was Matthias auch sagte, dass wir das eigentlich alles nicht mehr als Ganzes verstehen können, sondern dass wir uns Plattformen bauen, auf denen wir eventuell agieren können, um überhaupt mehr zu verstehen über unser Dasein und über Hiersein und das unser Zeitgeschehen. Da ist einfach diese Mittel, die Matthias einsetzt, für mich, von meiner Wahrnehmung her, so wunderbar,
dass ich mich überall andocken kann und einfach vertiefen kann und ganz viele Korrespondenzen finde in Kunstgeschichte, aber auch in die absolute genaue Jetztzeit. Und das macht das Denken so unheimlich lebendig, frei und ja, so. Man stellt ganz eigene Verbindungen her. Das wollte ich vorhin auch nochmal sagen und das ist eben auch vielleicht eine ganz gute Gesprächskonstellation, weil wir ähnlich, vielleicht ähnlich gestrickt sind. Ja, ich nehme das natürlich als sehr gerne als Kompliment und bin da sehr dankbar, dass du das gesagt hast. Darf ich trotzdem noch ganz schnell, soll ich das machen oder macht das jemand von euch, auf das Padlet gehen? Ich kann es gerne machen, wenn du möchtest. Also jetzt mache ich das verlassen, nee, Bildschirm freigeben, richtig? Ja. Gut, Bildschirm freigeben, jetzt bin ich auf dem Padlet und ich suche ein Bild von mir da, also nicht von mir, sondern das ist ja eigentlich Material. Gut, also das Bild hier. Also das ist ein bisschen seltsam, das ist, es gibt einen Philosophen, Theologen, was weiß ich, aus dem 17., 16. Jahrhundert, der heißt Athanasius Kircher. Und der hat die grandiose Idee gehabt, dass er die Arche Noah nachbauen wollte. Und zwar hat er das anhand von dem Material, was in der was also im Alten Testament steht, und da steht nicht allzu viel, hat er das genommen und hat die ganze Arche Noah, also das ist ein Buch mit Hunderten von Kupferstichen, wo es bis in die Aufteilung der Zellen geht und ich weiß was alles. Also gut, das ist jetzt eigentlich quasi ein Abschlussbild von dieser ganzen Geschichte, nämlich die Arche Noah, wie sie sich dann erhebt und davonschwimmt. Was man natürlich auch sieht, ist all das, was nicht reingepasst hat. Also die Tiere, die Menschen, was weiß ich, die draußen vorgelassen worden sind und so. Und ich finde, das eine Darstellung, die ist so unglaublich, weil sie mich erinnert an ganz viele Sachen, die ja auch jetzt passieren. Also, und ich finde es eigentlich auch eine symbolische Darstellung der Bildgeschichte, also des Ringens um Bilder, um es mal ein bisschen pathetisch zu sagen. Also das Bild hat per Definition Grenzen. Meistens sind es vier Grenzen, was weiß ich, es gibt auch runde Bilder, es gibt Dreiecke etc. Aber im Allgemeinen gibt es, wie soll ich sagen, ist das Bild begrenzt. Schluss, Punkt, fertig. Und alles, was nicht im Bild ist, das muss man sich ja dazu nehmen. Und hier ist für mich eigentlich sehr exemplarisch, ist das eigentlich quasi wie dargestellt, die Arche Noah, wenn man das jetzt als Bild nimmt, also mit einem Versprechen, was im Inneren hier ist, aber ja, und die Abgrenzung, die das macht. Also der Fakt, dass jemand sowas gemacht hat und dann bei der quasi Erfüllung dieser Handlung, also da ging es ja um Rettung und ich weiß was alles, musste er natürlich andere Leute einfach oder andere Wesen, Lebewesen, was weiß ich, andere Existenzen, die waren außen vor. Und denen hat das nicht geholfen. Gut, also wir können da wieder zurück. Das war aber warte mal, das ist irgendwie, das finde ich hier auch wirklich ein ganz spannendes Bild, und weil ich auch noch nie ertrinkende Fische gesehen habe. Ja, genau. Ja. Auf deinen Bildern kommen auch keine Fische vor. Nein. Das kommt vielleicht noch, aber. Nee, also für mich, also vielleicht kann man das noch kurz einschieben. Das meiste, was da auf meinen Bildern herumtigert, ist ja irgendwie sowas, hat ja auch so eine Streichelqualität. Also es sind Sachen mit Fell oder Federn oder was weiß ich und so. Und wenn es Kuscheltiere sind sowieso, oder? Dann hat man das ja so quasi übertrieben. Und ja, dazu habe ich mir, dazu, also mir ist es auch aufgefallen und dazu habe ich mir was ausgedacht, beziehungsweise ich habe so eine kleine Interpretationsspur. Und zwar dachte ich irgendwie, warum verdammt nochmal irgendwie, ich habe ja auch irgendwie eine große Affinität zu Hunden. Ne? Mhm. So, und dann dachte ich irgendwie, warum macht der Matthias irgendwie das mit den Hunden? Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie die Hunde und die Pets, das sind trojanische Hunde.
Ja, das sind Einstiegshilfen in die Komplexität deiner Arbeiten, weil irgendwie mit so einem Hund ist man ziemlich schnell drin. Und dann geht es erst weiter. Das finde ich wunderbar, dass du das gesagt hast. Weil es geht ja, es hat, wie soll ich das sagen, es geht ja bei all diesen Geschichten immer auch ein bisschen um eine Verführung. Also man kann ja nicht, man kann nicht unvermittelt etwas bringen, sondern man muss ja über irgendeinen Trigger oder so, muss man was setzen und da, das zieht dann irgendwie an oder ab oder was weiß ich und so. Und dann erst geht die Geschichte los. Und das hast du sehr schön gesagt. Das sind wirklich... Ja, genau. Also ich wollte das auch bestätigen, weil auch das, was du gerade gesagt hast, dass diese Bilder ja keinen Anfang und kein Ende haben. Und was du vorhin erwähnt hast mit der Engführung von Perspektiven, die löst du ja komplett auf letztendlich. Und dann gibt es eben, was ihr gerade so schön gesagt habt, für mich hatte ich dann das Wort Zugangscodes gefunden, also wo man einfach sich andockt, im doppelten Sinne jetzt auch Doggy-mäßig, in die Bilder eintaucht und einen Berührungsmoment hat, der, gegen den man sich womöglich gar nicht wehren kann. Zeig doch noch mal ein Bild von dir, während Ingrid redet. Ah ja, genau. Weil man... Matthias. Was soll ich machen? Ja, Moment. Man hat ja nicht diesen Sog, den du vorhin so beschrieben hast, mit der Perspektiverfindung in Bildern unter anderem. Ich mach, Matthias. Ja, mach du's. Ja, ich mach. Genau, sondern eher so ein Tableau-artiges, also so ein Sampling schon regelrecht, würde ich sagen. Ja, Sampling ist auch ein wirklich sehr guter Begriff, ja. Wo man dann eigentlich so Zugangscodes hat, sei es durch Spielzeug oder durch, dass man rät, welche Elemente sind das überhaupt und warum befinden die sich in diesem Umraum, in diesem Fond, auf diesem Fond, der eben in so eine Endlosigkeit geht, in so ein All-Over womöglich sogar. Und das finde ich mega spannend. Also hier sieht man auch mal so Größenverhältnisse, dass türkisblaue Bild ist so 90 cm hoch. Genau. Das sind so 40, 30. Genau. Könnten wir vielleicht, also für mich führt die ganze Geschichte ein bisschen auch auf den Begriff der Künstlichkeit zurück. Also für mich kommt Kunst ja eben auch von künstlich, also von einer künstlichen Rekonstruktion oder was auch immer. Also diese Kleinkindergeschichten, Spielzeuge, was weiß ich. Ah, da hast du auch was rausgepickt. Und das habe ich auch darum reingetan, weil das war wirklich sehr speziell. Meine Frau und ich, wir waren auf dem Mont Saint-Odile, was im Elsass ein ziemlich spezieller Ort ist. Und eben die Saint-Odile, die Geschichte will ich jetzt nicht erzählen, das geht zu lange, war eine sehr spezielle Heilige, auch mit Bezug zu Basel und so weiter. Ja gut, und dann gibt es dort eigentlich sowas wie einen Shop, wo man sowohl Heiligen, Devotionalien und so weiter kaufen kann und so weiter. Und einen ganzen Ständer voll Postkarten mit Schuhgut oder mit Würsten, Elsässerwürsten. Ich habe gedacht, ich spinne. Das war sowas wie, das waren auch wieder zwei Welten, die da irgendwie so zusammengeprallt sind. Auf eine ganz unglaubliche Weise. Darum ist das hier drin. Abgesehen davon, eben bei mir kommen Würste ja auch vor, auch wenn ich mittlerweile vegetarisch lebe. Gut. Genau, die Saint-Odile ist ja für Augen zuständig. Das finde ich auch so. Ja, ganz Verbindung. Genau. Ja, wir kennen das. Mhm. Ja, ich. Genau. Aber das ist ja das, was du gerade sagst, ist ja auch so schön, auch mit dem Schukut, also diese Verbindung von so ganz eben so Überlebensmitteln, die ganz wie bei Athanasius Kircher so in so einem philosophisch religiösen Zusammenhang womöglich sogar schon stehen oder ja so weltanschaulich, bis hin zu den wichtigsten Verköstigungen sozusagen, dass man Spaß hat auch am Essen und Trinken und für seinen Körper auf diese Art sorgt. Und bei dir kommt das alles so zusammen. Das ist so ein
Konglomerat von Überlebensmitteln, finde ich. Genau. Ich hab noch mal eine Frage. Ich habe ein paar doofe Fragen irgendwie so im Petto gehabt. Irgendwie. Zum Beispiel, ob du gerne kochst. Ja. Sehr. Ja. Ja, ja, ja. Aber doch, ja. Ich hab noch eine doofe Frage. Hörst du andere Musik im Atelier als beim Autofahren? Oder hörst du überhaupt Musik beim Arbeiten? Ja, ich höre sehr wohl Musik. Und das ist eben auch eine spannende Frage, weil da hat sich was verändert für mich innerhalb der letzten Zeit. Und das finde ich jetzt mal wirklich auch ein Fortschritt von diesen neuen Medien. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, da habe ich mir beispielsweise ein halbes Jahr lang eine Langspielplatte gewünscht auf Weihnachten. Es war damals Rolling Stones und eines der ersten Alben und so. Und das habe ich dann gekriegt, netterweise. Und dann habe ich die Platte quasi auswendig gelernt. Ich wusste vom Cover alles, ich wusste von der Typografie alles, ich wusste natürlich all die Lieder und etc. und so weiter. Und das war sehr speziell. Auf der anderen Seite hat das dazu geführt, dass ich eigentlich gar nicht so viel gehört habe damals. Also ich habe schon ständig Musik gehört, aber die finanziellen Mittel, die sonstigen Mittel waren beschränkt. Es gab auch, die Schweiz war damals irgendwie immer zwei Jahre hinter den internationalen Trends verzögert. Also wenn die Beach Boys irgendwie was gemacht haben, dann haben wir das irgendwie erst sehr viel später erfahren. Gut, und heute finde ich das sowas von großartig, wie ich eigentlich ganz gezielt Sachen holen kann. Ob es jetzt auf YouTube ist oder es gibt, beispielsweise habe ich ganz viele verschiedene Radiostationen. Da gibt es eine Radiostation, die heißt Psychedelicized als Titel. Und die spielen eigentlich nur so Musik von aus den 60er Jahren, die ich zum Teil gar nicht gekannt habe. Ja, ja, genau, genau, genau. Und also mit anderen Worten, Musik hören hat jetzt viel mehr mit bewusstem Auswählen zu tun, als mit einfach, dass man sich irgendwie ein ganzes Konzert anhört oder so, was natürlich auch toll wäre. Aber ich bin sehr, sehr selektiv und habe so viel mehr kennengelernt in den letzten Jahren, als die Sachen wirklich entstanden sind. Ich habe es nicht mal gewusst, dass es das alles gab. Oder? So geht es mir auch ein bisschen mit der Kunst, natürlich, kann ich auch sagen. Das ist ein großes Feld. Also das kommt ja jetzt gerade mit diesem Sampling-Gedanken sozusagen. Ja, genau, genau. Genau. Und du hast ja auch bislang deine Arbeiten eigentlich immer nicht betitelt, alleine, glaube ich, aus dem Grunde, den du dir schon vorhin erläutert hast, dass das so ein offenes Feld sein soll, also ohne diese festgezurrte Ebene, dass es dass dieses Bild das Bild der Bilder ist sozusagen. Aber du hast so eine neue Serie, mit die du Titel nennst, und die finde ich eben auch super spannend, die auch in der Ausstellung zu sehen sind. In dem ersten Bilderwechsel hat Sibyl die dann aufgehängt hinter diesen Schreibtisch. Wenn ihr wollt, kann ich die nochmal eben aufmachen. Da gibt es zum Beispiel dieses, also Zwischenhalt, der Vertrauensvorschuss, Starterlaubnis. Das kommt mir auch wieder sehr, sehr nahe, weil ich mache zum Beispiel auch gerne, du machst ja auch so viele Künstlerbücher, Sketchbooks nennst du die, wo du eigentlich auch so vielleicht im Kopf eher so Themen umkreist und Bildwelten ja irgendwo nicht festlich, sondern eben die in so einem Fortfluss festhältst in dem Sinne, dass sie in einem Buch sich versammeln. Ich hatte da auch so ein Künstlerbuch, da habe ich einen Titel für die Ausstellung, die Ausstellungstitel sozusagen reingeschrieben, Ausstellungen, die so in der Form vielleicht nicht stattfinden, zum Beispiel Ausstellungstitel, als Kunst noch einfach war.
Genau, der Rainer hatte, glaube ich, auch noch so ein paar davon. Ich mache nochmal Sprung. Kommst du heute nicht, kommst du morgen? Nicht unbedingt. Genau, ich komme meistens schon heute an. Genau, das hätte mich jetzt auch nochmal interessiert, was zu dieser Serie der Titel zu hören, dass du doch jetzt irgendwie auf so einen, mit Sprache hast du sowieso zu tun, das hört man ja, aber dass du jetzt doch diesen, ja, so diesen freien Raum der Titel, wo das, was selber schon die Arbeit ist letztendlich. Ja, das ist sehr schön gesagt, ist selbst schon die Arbeit, weil ich wollte eigentlich, also ich muss da wieder ein bisschen ausholen, geht nicht lange, aber so früher gab es den Begriff der Predella. Predella ist so ein Teil, was unter dem Hauptbild quasi durchläuft, wo, sagen wir mal, wenn oben durch der Sebastian gefoltert wird und so weiter, ist dann unten durch beispielsweise die Lebensgeschichte von ihm in kleinen Bildern. Meistens wurden diese Predellen auch gemalt von den Assistenten, das war nicht immer die gleiche Qualität wie vom großen Bild oder so. Und da wird es auch schon wieder interessant, weil das war von Anfang an klar, man hat ein großes Bild, man hat ganz viele kleine Bilder unten durch und das hat sich nicht gestört, sondern im Gegenteil, das gab so wie eine, das gab wie eine Dynamik, oder, aus diesem Ding. Und naja, also, was ich eigentlich wollte, ist, da ich wirklich sehr Schwierigkeiten habe mit der Sprache in Bildern, obwohl das ja ein tolles Feld wäre und es gibt ganz tolle Beispiele dafür, aber ich kann das nicht irgendwie. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich würde doch ganz gerne eigentlich was mitliefern, was irgendwie, was das irgendwie überwinden könnte. Und darum habe ich mir dann gedacht, okay, dann mache ich jetzt halt mal wirklich ganz, wirklich nur Titel. Und die Titel, die kann man dann nehmen, also im besten Fall kaufen natürlich. Man kauft sich einen Titel und kauft sich noch ein paar Bilder, die ohne Titel sind, dazu und hat dann quasi eine Anordnung, die stimmen könnte. Das Ganze geht natürlich nur, wenn diese Titel auch, ja, also wenn sie frei sind, wenn sie frei einzeln sind und die Bilder und die anderen Arbeiten sind auch einzeln, vereinzelt und so. Und so könnte da auch wieder so ein Beziehungsgeflecht entstehen, was ich eigentlich ganz angenehm finde. Hast du mal Typografie gelernt oder irgendwas? Nein, leider nicht. Aber sieht so aus. Ja, das nett, aber nein, ich habe, leider Gottes habe ich beim Schriftenmalen, das haben wir auch gehabt, da habe ich völlig versagt, ich habe es nicht verstanden. Also, aber. Und hast du irgendwas mit Architektur noch zu tun, irgendwie so? Also ja. Manchmal denke ich irgendwie, du hättest irgendwas mit Architektur zu tun. Also außer irgendwie, dass du irgendwie deine Arbeiten irgendwie orchestrierst und eben halt so eine Architektur der Dingwelt irgendwie schaffst und so weiter. Aber manchmal dachte ich irgendwie, du hättest noch in einem deiner früheren Leben irgendwas näher mit Architektur zu tun gehabt. Ja, als Konsument natürlich. Nein. Also gut, das ist natürlich eine Geschichte, die mich sehr interessiert. Umso mehr, als das auch dort, ja, wie soll ich sagen, im Moment alle Maßstäbe gebrochen werden und alle finanziellen Sachen, ja, also ist eine andere Geschichte. Ja. Sag mal, darf ich noch mal zurückkommen auf den Titel deiner Ausstellung? Ja, darf ich noch ganz kurz was sagen, was noch zur Musik, nicht? Doch, natürlich. Doch, sicher, was denkst du denn? Also, zur Musik, mir ist schon seit den 80er Jahren gibt es eine Gruppe oder eine Truppe in Deutschland, die heißt die Einstürzenden Neubauten. I love. Ah, Blixer Bargeld! Ja, genau. Und die waren für mich eigentlich, also die haben wie so ganz viele verschiedene Strategien ausprobiert in ihrem Feld. Also sie haben ja auch Kooperationen gehabt mit verschiedensten Leuten, Nick Cave und so weiter und so fort. Aber sie haben auch, wie soll ich sagen,
Eine Geschichte war, dass die ein Konzert gemacht haben. Ist ja nichts wahnsinnig Aufregendes, aber die haben das Konzert quasi gemacht wie eine Schnitzeljagd. Also das war in irgendeinem Schuppen oder so, Berlin natürlich. Und die Leute, die mussten sich, also ging natürlich immer davon aus, dass man das auch wirklich wollte und kannte und so weiter und so fort. Aber da musste man sich quasi wie hinfinden. Es gab wie so, also das war vielleicht, das war noch vor dem Internet, aber es war ein bisschen so wie eine Schnitzeljagd mit einzelnen kleinen Publikationen, also da muss man die Straße durchgehen, dort ein Bier nehmen. Blablabla. Am Schluss war man dann eventuell in diesem Konzert, was eventuell auch stattfinden könnte oder auch nicht. Oder? Und ich fand das damals so großartig, dass eigentlich das Gegenläufige von einer so Rieseninszenierung, die normalerweise stattfindet, auf so eine quasi Untergrundebene. Also, gut, ich bin fertig. Rainer. Einstürzende Neubauten. Wir waren mal mit unseren amerikanischen Freunden aus Brooklyn, New York, Candida Alvarez und Davut Bey. Die haben uns hier in Köln besucht und wir haben, da war das Jazz Festival in Moers, irgendwie was wirklich irgendwie von großer internationaler Bedeutung ist, irgendwie so als Melting Pot irgendwie der Sub- und Avantgarde-Musik. Und da gab es eben halt auch ein Konzert von den einstürzenden Neubauten. Und wir sind mit den beiden dahin. Die waren natürlich irgendwie so John Coltrane und irgendwie und so weiter, irgendwie geschult und konditioniert. Und dann haben die losgelegt, Blixer Bargeld und seine Jungs. Und die haben die Welt nicht mehr verstanden. Die waren nur so, oh my God, in the world said, look at those people. Leute schreiben darüber auf Facebook. Neubauten. We have been in Cologne and our friend took us to a place called Moers, Moers Jazz Festival, and we were looking and listening to an incredible noise group, the Einstürzende Neubauten. Aber du wolltest noch was fragen, Rainer. Ja, ich wollte noch was fragen. So. Und zwar, if paintings were live pets, would you buy them more readily? Oder Bilderlügen haben lange Beine. Ich eben halt irgendwie, was dann noch hier in dem Untersatz kommt, irgendwie der Maler Matthias Elberli aus Basel beschäftigt die Frage, ob die Lüge ein inhärenter Bestandteil eines jeden gemalten Bildes ist oder ob es möglich ist, Bilder zu schaffen, die nicht lügen. Das ist eine Sache irgendwie, die kapiere ich nicht so richtig, weil irgendwie, was ist denn irgendwie, welches Bild spricht Wahrheit? Warte jetzt, das habe ich nicht verstanden, den letzten Satz. Welches Bild spricht Wahrheit? Ist es Who is Afraid of Red, Yellow and Blue von Barnett Newman? Ist das Wahrheit? Ja, schön, ja. Sicher, aber es ist, allein, dass er das eigentlich als Frage setzt, zeigt ja, dass er da auch seine Zweifel hat und dass er ganz sicher, wenn es ja eine Wahrheit wäre, dann müsste er ja kein weiteres Bild mehr machen. Also dann wäre ja eigentlich die Arbeit abgeschlossen. Ist ja aber nicht so, er hat ja noch weitergemalt. Und ich denke, also der Begriff der Lüge ist ja eigentlich, kommt ja vielleicht einfach vom daher, dass, sagen wir mal, ich habe ja hier auch noch ein Cézanne-Bild, finde ich eigentlich nicht, ja, ist nicht sehr groß, aber macht ja nichts. Ich finde es eine schöne Inszenierung. Das andere finde ich fast noch besser, weil das ja, wird ja noch gehalten von Leuten, oder? Das ist doch großartig, die halten dieses Bild und so. Bei Cézanne kommt mir das ganz speziell, drängt sich das mir auf, weil der malt ja so appetitliche Äpfel und die kann man ja trotzdem nicht essen. Und ja, und Gott sei Dank halten die beiden Menschen das Bild auch gerade irgendwie, weil sonst würden die Äpfel aus dem Bild pullern, genau. Ja gut, und dann kommt natürlich das Nächste, dass er die Äpfel halt eben schon nicht so malt,
wie sie sein sollten. Also die Äpfel dienen eigentlich nur als Ausgangspunkt, um eine Raumstruktur zu schaffen. Und da meine ich eigentlich, dass Bilder quasi immer was von einer Lüge haben, weil sie nehmen etwas, transformieren es, aber sie lassen das andere zurück. Sie lassen den Ausgangspunkt ganz eindeutig zurück. Also die gemalten Äpfel hier, die sind ja mittlerweile längst ja, verrottet und vielleicht sogar hat es daraus neue Äpfelbäume, Apfelbäume gegeben. Dann muss man ja bei diesem Bild auch schauen, wieso macht er so einen komischen Hintergrund? Wieso macht er so einen schrägen Horizont, also Horizont oder eine Bildteilung? Das führt dann eigentlich alles dazu, dass man merkt, er hat die Äpfel gar nicht so malen können. Auch er hat die Äpfel nicht so malen können, wie es ihm vorgeschwebt hat. Das waren eigentlich immer Versuche. Also, und ich glaube, sein Werk geht davon aus, dass er eigentlich, weiß man ja von ihm, nie zufrieden war. Er war nie zufrieden mit dem, was ist. Er hat sich auch immer wieder ständig an den gleichen Motiven mit den gleichen Motiven beschäftigt. Dieser Berg. Natürlich war. Das ist ja manisch. Da gibt's ganz viele Versuche, das irgendwie zu fassen. Und ich glaube, nur noch mal, um zum Begriff der Lüge zu kommen, das war der Punkt. Er hat gewusst, dass er das gar nicht, dass das irgendwie gar nicht, es gibt es gar nicht, was er versucht. Es ist ein Versuch, der quasi von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Also für mich ist natürlich ein tolles Scheitern. Ich finde das großartig und ich finde es toll, dass man das sehen kann. Aber im Prinzip, diese Idee, man steht vor, können wir da nochmal auf den Padlet gehen? Ja, genau, das da vom Dürer. Das kann man doch mal anschauen. Also, das ist ja, wir waren schon bei der Perspektive, das ist quasi eine Versinnbildlichung dessen, was damit passieren könnte. Und eben jetzt nochmal zu Cézanne zurück, wenn man jetzt das sieht, das Mittelteil, das wäre die Staffelei im Freien bei Cézanne und er ist er da und die Frau ist dann halt das, wie soll ich sagen, der Berg oder sonst was, das Motiv quasi. Das gab es ja auch immer in der Malersprache früher. Der Malersprache hat es geheißen, vor dem Motiv stehen. Habe ich immer gedacht, was ist das für ein hirnrissiges Zeug, oder was soll das? Und jetzt verstehe ich es. Das sind ja eigentlich auch Zeugnisse eines Scheiterns, die man nur aufheben kann, indem man analysiert, was mit dem Sehen passiert, quasi. Ja, so. Also einfach zum Lügenbegriff noch kurz. Darf ich da kurz reingrätschen? Es gab da noch ein paar Anmerkungen oder Fragen, auch jetzt gerade zu diesem Lügenthema und Apfelthema von Cézanne. Was es denn auf sich hat, wenn man einen Apfel als Apfel zeigt, ist der dann also quasi den zum Kunstwerk macht, also den auf ein Podest hebt und ausstellt, ist das dann wahr oder ist dann eine Lüge? Ist das dann ein Apfel oder was ist das, oder? Ja, ich glaube, da gibt es keine eindeutigen Antworten. Also man kann das ja weiterziehen, also das bis in die Pop-Art oder Warhol mit den Suppendosen und so weiter und so fort. Das waren ja alles Versuche, irgendwas rauszunehmen aus einem System und dann woanders hinzustellen und schauen, was passiert. Aber, glaube ich, immer ausgehend davon, dass da auf jeden Fall ein Bedeutungswandel stattfindet beim Machen. Also schon allein die Auswahl ist ja wesentlich. Und ja, was dann passiert damit,
Also die Frage der Lüge oder so, die können dann eigentlich nur die Leute beantworten, die damit wieder weiterarbeiten. Also das quasi sogenannte Publikum oder was auch immer, oder die Interessierten, die vor so einem Ding stehen. Für sie muss sich das entscheiden. Vielleicht ist es auch gar nicht irgendwie so wahnsinnig relevant. Also vielleicht sind das nicht die richtigen Kategorien, wenn man über Kunst nachdenkt, irgendwie so, also mit diesen beiden Begriffen zu operieren, Wahrheit und Lüge. So, die sind so knochenhart und irgendwie die rauben für mich oder blockieren für mich irgendwie so den gesamten irgendwie poetischen Zugang irgendwie zu Kunst. Ja gut, ich würde mich gar nicht getrauen, von Wahrheit zu reden. Also das ist schon klar. Aber von Lüge zu reden, das glaube ich, kann ich schon, weil ich weiß ja, wie diese ganzen Strategien laufen auch sonst. Also wir alle haben ja mitgekriegt, wie mittels Bildbearbeitungsprogrammen und ich weiß nicht was und so weiter und so fort, Sachen verändert werden können aufs Wunderlichste in jeder Hinsicht. Und da meine ich eigentlich, dass, also Wahrheit, das hast du ganz recht, da kann ich gar nichts damit anfangen, weil... Lustig, Wahrheit kann ich gar nichts mit anfangen, finde ich super. Nee, ich weiß nicht, wo die wäre. Ich weiß wirklich nicht, wo die wäre. Aber eben mit der Strategie, die Wahrheit zu umgehen, also mit der Lüge, da kann ich schon was anfangen, weil ja, da bin ich ja beteiligt am... Als Hersteller von Bildern. Oder? Kannst du vielleicht noch was, also Lüge ist ja auch, wie soll ich sagen, ein bisschen negativ konnotiert, oder? Ja, ist und, etwas amoralisch. Und in der Art und Weise, also mein Eindruck ist aber in der Art und Weise, wie du die quasi die Lüge oder die Bilderlüge, wie du sie auch nennst, benutzt, hat das aber eigentlich nichts Negatives, oder? Sondern ist eigentlich mehr auch so ein Motor eigentlich, um die Differenz zum nochmal zu bezeichnen, zu dem Eigentlichen. Ja, also ich kann, ja, du sagst das richtig, aber ich kann gar nicht viel mehr dazu sagen. Ich denke immer wieder ein bisschen an so Geschichten, wenn man sehr klein ist noch, also vorsprachlich und so weiter. Dann gibt es ja auch schon wieder, dann hat man ja auch mit Bildern zu tun, mit Bilderbüchern oder ich weiß nicht was und so weiter. Und die abgebildeten Dinger dort, die halten ja für eine gewisse Zeit, halten die ja ganz fest. Also das Wesen schaut das an und erkennt es, es ist ein Hase oder es ist eine Wurst oder eben sonst was oder so. Und macht damit eigentlich eine Identifikationskette, oder? Die führt dann dazu, dass das immer differenzierter betrachtet werden kann und so weiter und so fort. Dann kommt irgendwann die Sprache dazu. Dann sind es die Bilderbücher, die haben noch Texte und dann fängt das an so zu arbeiten. Aber je mehr das differenziert wird, desto mehr ist eigentlich die sogenannte Identität, die Bildidentität in Frage gestellt, oder? Und ich glaube, alles, was in der Kunst heute interessant ist, beschäftigt sich genau mit dem. Also ob jetzt gewollt oder nicht gewollt. Also ich muss bei jeder Arbeit muss ich ja wieder zurückdividieren auf woher kommt das oder was sind das für, wieso setzt die jetzt das mit etwas anderem in Beziehung und so weiter. Und da hat es eben so viel Platz für das, was ich jetzt eben auch Lüge benannt habe. Und damit meine ich eigentlich nicht unbedingt, ich meine das jetzt nicht als, ich meine es nicht als negativer Prozess, ich meine es als Überlebensprozess, also oder als Denkanleitung, oder? Also, ja. Also das kommt natürlich eigentlich nur bei Bildern vor. Bei Literatur wird es schon schwieriger, bei Texten, also da steht ein Wort und da bleibt mir gar nichts anderes übrig, als das Wort eins zu eins nehmen. Das wird vielleicht ein bisschen verändert über den Kontext oder so, aber es hat nicht noch eine Bildebene oder so, wie eben beim Bildermachen.
Aber das finde ich eigentlich auch so spannend, diese Relation. Also, dass wir eigentlich ja ständig hin und her zwischen einer naiven Setzung und dann eigentlich der sofort stattfindenden Interpretation und so weiter, schaukelt sich das hoch, oder? Wo Literatur ja auch Bilder erzeugt. Deswegen ist man oft so enttäuscht, wenn man Verfilmungen sieht von Literatur, die man besonders toll fand. Das stimmt. Ja. Nicht immer. Was sagst du? Natürlich nicht immer. Es gibt fantastische... Nein, ist klar. Aber das ist doch sehr interessant, weil jeder, der jetzt irgendwie eben sich an eine Textverfilmung macht, hat das eigentlich von Anfang an im Kopf, oder? Dass er da eine Konkurrenz antritt, die ist unglaublich, oder? Also das kann man ja gar nicht eins zu eins sehen, oder so, oder? Das ist sonst ist es eine Illustration, oder? Und da sind wir auch wieder beim Themenfeld, wo es Kunst ist ja eigentlich nicht illustrativ, finde ich. Also. Das heißt, wir sind jetzt aber am Ende, oder würde ich sagen, oder? Das war das, eigentlich, du hast schon das Schlusswort gesagt, oder? Dass Kunst keine Illustration ist. Wir haben gleich noch einen Report gegeben. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt mal von allen anderen, die jetzt noch vor dem Bildschirm bei YouTube dabei sind. Wir haben versucht, Fragen zu beantworten. Wir machen jetzt vielleicht noch ein paar Ergänzungen dazu. Wir werden auf der Webseite vom Esszimmer bei deiner Ausstellung, respektive bei der Veranstaltung von heute, werden wir noch diesen Link zu Paddle anbieten, dass jemand da auch noch zugreifen kann und dort auch so ein bisschen drin stöbern kann. Wir werden dann auch im Nachgang das bleibt jetzt natürlich so, man kann auch nachher nochmal reinhören, reinsehen, wenn man etwas dann vielleicht nicht ganz verstanden hat. Und es gibt dann auch noch im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen, denke ich, die englischen Untertitel dazu. Also einfach, das war jetzt einfach noch so die Information. Ich bedanke mich bei allen und wünsche ein schönes Restwochenende zu Hause. Wollen wir doch hoffen.